Heute gibt es eine bunte Couscouspfanne mit Gemüse und Fetakäse. Als erstes schneide ich eine Paprikaschote in Würfel. Ich habe mir bei TikTok letztens so einen Trick abgeguckt, die Paprika so zu schneiden, wie ich das hier gerade mache. So vermeidet man, dass diese Kerne dann einfach überall dran kleben. Und ich habe auf jeden Fall diesen Trick für sehr gut befunden. Probier es auch einfach mal aus. Ich finde, dadurch geht das Paprikaschneiden um einiges schneller. Außerdem kommt noch eine Zucchini hinein. Die wird auch einfach in mittelgroße Würfel geschnitten. Außerdem gebe ich noch eine Zwiebel dazu. Die Zwiebel wird erst einmal geschält und dann in feine Würfel geschnitten. Und wenn du Knoblauch genauso gerne magst wie ich, dann kannst du hier gerne auch noch zwei Knoblauchzehen hineingeben. Außerdem brauchen wir noch Cocktailtomaten bzw. Sherrytomaten. Die werden einfach halbiert. Wenn das Gemüse nun vorbereitet ist, erhitze ich etwas Öl in einer Pfanne und schwitze zuerst die Zwiebeln darin an. Und dann, wenn die Zwiebeln glasig sind, drücke ich noch zwei Knoblauchzehen hinein. Als nächstes gebe ich die vorbereiteten Paprikawürfel und Zucchiniwürfel dazu und brate das ca. 5 Minuten. Dann können die Gewürze dazugegeben werden, also erst einmal Pfeffer und Salz. Und dann gebe ich für ein bisschen Schärfe Chiliflocken dazu, Basilikum und Oregano, Paprikapulver edelsüß und rühre das Ganze erst einmal gut um. Als nächstes rühre ich Tomatenmark ein, das sind dann ca. 4 Esslöffel, also schon recht reichlich. Das wird erst einmal grob vermischt und dann kommt heiße Gemüsebrühe drauf. Ich gebe erst einmal ein bisschen von der Brühe dazu, damit sich das Tomatenmark dann gut mit der Brühe vermischt. Und ja, dann lasse ich aber von der Brühe noch den Rest stehen. Gebe erst einmal die Kichererbsen dazu. Ich habe Kichererbsen aus der Dose genommen. Und dann kommen noch die Tomaten mit hinein und das Couscous. Wenn der Couscous nun so grob eingerührt ist, gebe ich die restliche Brühe dazu, rühre das nochmal um, dann kommt der Deckel drauf und jetzt sollte man dann auch den Herd ausschalten und die Pfanne auf der heißen Herdplatte für ca. 10 Minuten stehen lassen. Der Couscous quillt dann richtig schön auf und nimmt die ganze Flüssigkeit auf. Und in der Zwischenzeit schneide ich den Fetakäse in Würfel. Und so sieht nun die fertige Couscouspfanne aus. Ich garniere sie noch mit ein bisschen Petersilie. Ich habe hier tiefgefrorene, man kann aber auch frische nehmen natürlich. Dann kommen die Feta-Würfel noch oben drauf und dann ist das Ganze servierfertig. Das ist ein super leckeres und vor allen Dingen auch leichtes Gericht. Genau das Richtige für den Sommer. Wenn du auch etwas übrig hast, dann schmeckt das Gericht auch kalt sehr gut.
Ich hoffe nun, dir hat mein Video gefallen und ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und tschüss!